in Bad Königshofen, wie eigentlich immer, volle Hütte und richtig tolle Stimmung beim Duell gegen den SV Werder Bremen. Es sollte ein Spiel mit ganz vielen wunderbaren, tollen Ballwechseln und einfach eben in prima Stimmung werden. Wir gucken uns das Ganze jetzt im Detail an, denn los ging's mit dem ersten Einzel und da war Misuki Oikawa für Bad Königshofen am Start, auf der anderen Seite Florent Lambier für den SV Werder Bremen. Und Oikawa zeigt hier gleich mal seine ganze Klasse, besonders die Reaktion auf den Gegentopspin hier von Lambier, natürlich super, und er kommt dann gleich wieder an den Drücker und kann hier den Punkt einstreichen. Wir sehen hier schon immer wieder Lambier mit guten Chancen, auch hier solche Ballwechsel wie in diesem Moment hier zuzumachen, aber dann kommt einfach Oikawa wieder zurück ins Spiel, zieht gegen und macht im entscheidenden Moment einfach die entscheidenden Punkte. Und so hatte er im vierten dann auch mehrere Matchbälle auf seiner Seite. Und der hier auch leicht verdeckt vom Körper von Oikawa, der ging daneben und das war die Führung für Bad Königshofen. 1:0. Danach das Duell zwischen Bastian Steger und Kilian Ort, das Eigengewächs aus Bad Königshofen. Hatte es sein ganzes Leben lang nicht besonders weit zur Halle. Und zeigte hier gegen Bastian Steger, was er drauf hat hier. Super abgewehrt. Normalerweise ja nicht sein Spiel, aber hier geht er erst mit der Rückhand runter und dann nochmal mit der Vorhand mit ganz viel Seitschnitt gespielt. Und diesen Schnitt unterschätzt hier Bastian Steger. Zieht am Ball vorbei, ja, und dieses genervte Gesicht, was Sie vielleicht gerade noch in der Wiederholung erkannt haben, das spricht Bände, denn im vierten Satz hatte dann Kilian Ort im Matchball und konnte verwandeln, brachte also sein Team mit 2:0 gegen Werder Bremen in Führung. Aber das sollte noch nicht die Entscheidung sein, denn Benjamin Majoros, der musste im fünften Satz 4 Matchbälle abwehren gegen Hunor Schösch. Und das klappte nicht, deshalb der Anschluss für Bremen durch Hunor Schösch. Nur noch 1:2 aus Sicht der Gäste. Dann Oikawa gegen Bastian Steger. Und da zunächst dieser schnelle Fehlaufschlag hier von Steger. Wir sind im fünften Satz 1:0 für Oikawa. Ja, wieder so ein starker Ballwechsel hier von ihm. An diesem Nachmittag Oikawa einfach in einer Megaform und Bastian Steger, der hatte irgendwie in den entscheidenden Momenten einfach nicht das Glück auf seiner Seite und so kam es, dass dann im fünften Durchgang Oikawa ziemlich deftig davonzog. 10:4, jetzt Matchball also zum entscheidenden Spielgewinn. Und er war an der Kante und dann stand die Halle in Bad Königshofen wieder Kopf. Das Team gewinnt mit 3:1 gegen den SV Werder Bremen. Ja, I feel so happy. Ja, war ein Wahnsinnsspiel. Ich bin so glücklich, sagt ihm Mitsuki Oikawa. Thank you for the fun, Und ich danke auch allen Fans, Zuschauern, die so toll unterstützt haben.